So, jetzt pre-inker. Ah, fuck! Habe ich jetzt nicht mehr gepre-inkert? Nein! Ich bin so schlecht. Ah, damn it. Ich dachte, ich krieg das Pre-Inker-Ding noch durch. Ja, gut. Jetzt ziehen wir halt so. Ach. Ach, für ein G. Ach so, für ein Gesu. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich bereue das bestimmt wieder wegen der Inker, die ich jetzt gezogen habe. Weil wir wahrscheinlich auf Reaping relativ zügig kommen werden. Ach, weißt du was? Wir haben keinen Trash-Buff. Kann ich schon mal weiterziehen. Eigentlich hätte ich die Gruppen noch easy zusammenziehen können. So, bloß die einzige ätzende Gruppe ist die nächste, weil du läufst da rein und wirst instant gestunt. Das ist immer echt scheiße. Aber sonst gibt es hier eigentlich nichts, was nervig ist am Trash. Oder wenig zumindest, ne? Vor allem, wenn du keinen Trash-Dings hast. Ja, wir kriegen das Reaping wahrscheinlich ziemlich schnell. Okay, da sollte man vielleicht rausgehen. Das wäre fast im Volcanic stehen geblieben, ne? Und Volcanic ist halt wirklich das Easyste. Wenn du das Volcanic verkackst, dann kannst du dich auch eingraben gehen. So, jetzt muss ich nebenbei ins BG rein, weil ich ein bisschen leechen will, muss ich gestehen. So. Jetzt versuche ich mal was, ob ich dann nicht den Stun fresse. Aber hier frisst du eigentlich immer den Stun. Hat jemand anders den Stun gefressen? So, jetzt ziehe ich meine Glocke. Habt ihr. Ja, gut, ganz voll hat es mich nicht gezogen. Okay. Aber halb voll hat die Glocke schon gezogen. Also, das ist schon ein ganz guter Heal. Ah, gut, der DH setzt seinen Master ein. Das gefällt mir schon mal. Und nochmal einen Master. Warte mal, was haben wir denn? Ich habe gar nicht gesehen, was. Ach, einen Charmy haben wir noch. Boah, wir haben zwei Master. Das ist ja eigentlich ideal für einen Trash, ne? Besser kannst du es ja fast nicht haben. Und der Shadow macht tatsächlich Damage. Was mich gerade so ein bisschen. Warte mal, wir haben schon. Wir haben schon. Ja, ich habe jetzt halt nur eine Minute auf Ding. Aber wir haben das. Wir haben das Ele. Okay, das ist Ele. Also das Ele ist richtig stark. Das ist richtig, richtig stark. Siehst du, das tankt halt einfach das komplette Reaping weg. Ja, ist gar nicht schlimm, dass ich jetzt keinen Inker habe. Ich mache auch 40k ohne Inker. Selbst mit den Death Trades, die ich drin habe. Boah. Ja, interessant wären hier eh nur die Bosse, ne? Weil die Dinge sind kein Stress. Weiß ich nicht, ob wir den Unsichtbaren auch nochmal irgendwo schnell rausholen sollen. Weil hier gammelt meistens irgendein Unsichtbarer rum. Mir wurde letztens irgendwie gesagt, du siehst irgendwo, wo die rumlaufen. Ne? An irgendwas kannst du es sehen. Aber ich habe es leider wieder vergessen. Kein HPS-Meter. Ich kann es gern umschalten, wenn du das HPS-Meter sehen willst, aber finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so interessant. Vielleicht hole ich mir auch wieder Details. Das muss ich mal schauen. Eigentlich ist hier immer noch so ein Stealth-Typ, ne? Ja komm, scheiß drauf. Pullen wir den Boss. Ich ziehe für den jetzt trotzdem die Wall. Ist egal. Nicht die Wall. Fuck! Ich dachte mir doch, dass da einer ist. Stimmt, wir haben den fucking DH, der ihn rausholen kann. Ja, ich bin Kacknoob. Stimmt, der DH hat ihn. Aber wir cleaven ihn einfach mit tot. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Hütet euch. Ah. Mage, Shield, Lightning Lasso. Was hat er hier vor? AP, Stormkeeper, Shield, Presence of Mind, Skyfield Titans. Ich hasse diesen Boss echt. Muss es echt sagen. Jetzt charge da. Einmal da raus aus dem Käse. Weißt du, hättest du einmal zwei Bosse, wo du cleaven könntest, und dann kannst du es nicht wegen diesem Scheißschild, ne? Müssen wieder switchen. Weil das haut, also, ne, wenn du hier durchnudelst, das haut echt richtig, richtig rein. Das haut richtig, richtig rein. Ich muss den Sound von meinem zweiten WoW ausschalten, merke ich gerade. Weil ich Gladius noch drauf habe und jetzt habe ich die ganze Zeit diesen Kack da. Eher ungünstig. Okay, wir haben wieder Switch. Setz mal meine Glocke ein, heil mal ein bisschen. Es zieht halt auch ein bisschen live von meinen Verbündeten ab, ne? Wenn die näher sind als Gegner.
Und das ist eher so ein bisschen suboptimal, wobei es halt nicht viel ist. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Oh, ich seh ziemlich viel noch. Dann sollte man vielleicht rausgehen. Ah, fuck, ich habe keinen Kick mehr. Der Shami, der, ne? Hier ist nochmal auch irgendwo ein Stealth-Typ, soweit ich weiß. Kann ich ein Dings ziehen? Nee, ich ziehe jetzt keine Wall, die hebe ich mir für den Trash auf. Mach jetzt mal ein bisschen Auto-Hit und mach hier mal einen Sound nebenbei aus. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht dabei. So, das nervt nämlich total, ne? Mit, Fuck, der hat wieder geswitcht. Er hat nur 6%. Fuck off. Zieh einfach durch. Auch wenn jemand stirbt, egal. Einfach durchnudeln. So, okay, perfekt. Mhm. Jetzt habe ich den Sound vom zweiten WoW aufgemacht. Ich bin nebenbei, versuche ich gerade ein bisschen was zu leechen. Und wenn das da die ganze Zeit durchdingst, das geht mir auf den Nerv. Die ganze Zeit durchdattelt. Aus dem Breath sollte man eigentlich rausgehen. Jetzt schauen wir mal. Ganz outgeranged habe ich nicht. Jetzt habe ich den Dot gekriegt. Und, naja, gut, 6K, scheiß drauf. Das kicken wir mal. Die meisten Gruppen mit Stealth versuchen dann ab hier zu skippen, aber die haben nichts gesagt, dass sie irgendwie einen Pot benutzen wollen oder irgendwas anderes, deswegen... Ja, scheiß drauf. Police einfach. Die sind ein bisschen, also, die sind ein bisschen nervig, weil die hier ständig diesen blöden... Halt, warte mal, ich drehe vielleicht den Breath-Typen raus. Okay, hat er doch da rein. Weil die ständig diesen Sandscheiß machen und das ist echt nervig. Voll im Gange? Ja, was heißt voll im Gange? Ich mache hier ein bisschen im Plus, weil ich meine Achievement noch machen will mit dem Alicha. Versuche ich mal die ganzen Indies auf 10 zu laufen. Das ist halt der Hintergrund. Diesmal spare ich mir mal meine Inka auf. Eigentlich kannst du hier auch ein bisschen weiterziehen. Ne? Die Trash-Kroppen können in den normalen Wochen eigentlich gar nichts, wenn du tyrannisch hast. Das orientieren wir den nochmal. Hier bufft auch nichts oder irgendwie, also ist es eigentlich total irrelevant. Hol ich die noch und danach triggern wir quasi dann Reaping. Dann habe ich diesmal die Inka ready. Dings wäre halt mal schön gewesen, wenn ich zumindest für die... zumindest fürs Reaping einen Pot hätte. Aber die machen echt gut Schaden. Also der DH und der Shadow, die hauen echt gut rein. Kann man nichts sagen. Dann haben wir noch 2, irgendwas, Prozent 1,8. Ja, easy. Das reicht locker, dass wir Sweeping triggern. Easy peasy. Hätten wir Wut pre-stacken sollen. Ach doch, er hat schon wieder ein Erdinventar. Nicht schlecht. Schon fast über, dann kannst du eigentlich auch Trash dazu pullen. Aber du hast hier eigentlich genug Trash, ne? Also du müsstest ja eigentlich sogar noch was auslassen, den können wir dazu pullen. Die machen echt gut AE-Schaden, ne? Also da kannst du nichts sagen. Da könntest du eigentlich noch viel größere Pulse machen. Nicht immer das so vorsichtig, wie ich das gerade mache. Aber ich denke mir immer bei einer Random-Gruppe, komm, lieber machst es vorsichtig. Brauch den Scheiß halt in Time, bevor wir da halt rumwipen. Okay, da sollte ich vielleicht rausgehen. Ich hab gesehen, meine Glocke hat doch wieder ganz gut was gebracht. Also dieses Glockentrinket, das hat schon was. Komm, zieh mal den Käse da runter, egal. Ich habe noch alle mal Death Trinkets, deswegen kann ich eigentlich mal ein bisschen was zusammenziehen. Also können wir noch einen Reaping-Mob hier. Nicht gestorben. Haben wir geedit? Oh mein Gott, wir haben geedit. Wo kommen denn die jetzt her? Na gut, zum Glück habe ich unten jetzt nicht die Putt auch noch gepult, ne? Das sind immer so die Situationen, da wird man übermütig, pult dann noch weiter und dann edit irgendwer oben. Naja, die hätten wir jetzt halt nicht gebraucht. Machst keine Skips. Ja gut, mit was willst du denn skippen? Das Einzige, was halt gegangen wäre... ist mit einem Unsichtbarkeitstrank, ne? Aber dann musst du dich halt mit der Gruppe absprechen. Die haben jetzt nicht gesagt, dass sie einen Unsichtbarkeitstrank nehmen wollen. Deswegen habe ich mir halt auch einfach keine mitgenommen.
Und ich wüsste jetzt nicht, wo du ohne Stealth-Pod noch groß was skippen kannst. Den ganzen Trash musst du machen, ne? Also da führt kein Weg dran vorbei. Und sonst den anderen, du kannst in dem nächsten Raum, kannst du ein, zwei Mobs auslassen, das geht, ja. Aber halt auch nicht gewaltig viel, diese komischen Blitzelementare musst du halt auch spielen, ne? Sonst kommt der Boss nicht. Du kannst am Rand mal zwei oder drei Mobs stehen lassen, ne? Aber mehr kannst du halt auch nicht skippen, meines Wissens nach. Also von dem her. Außer du hast noch irgendwo einen Tipp, wo wir was auslassen können. Ich kann mal dann auch gleich wieder Reaping, die muss ich mal noch interrupten. Naja, vielleicht soll ich den Breath-Typen nicht in die Gruppe reindrehen, das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ja, jetzt nehmen wir mal meine Glocke. Ach, ich liebe diese Glocke, die hat halt nur eine Minute Abklingzeit und die hielt mich halt echt relativ gut hoch, ne? Also da kannst du nichts sagen. Ich bin ein Glockenfan. Nicht nur die Glocken, auch andere, aber vor allem die, weil die mich ziemlich gut heilt. Ich pull jetzt den einen und dann können wir das Reaping mit wegmachen. Den einen kannst du nämlich mit wegleaven. Auch noch mit rein. Ja, weißt du, manchmal lässt du einen schlechten liegen, aber manchmal nimmst du noch mit. Einen schlechten Witz. Haben wir noch einen kleinen Trash-Mob? Ja, komm, den können wir auch noch mitnehmen. Manchmal sind die schlechten, aber die guten Witze, weißt du? Ein bisschen musstest du schmunzeln, ne? Gibst du. Aber weng. Bis jetzt wurde ich noch nicht aus dem BG rausgekickt. Perfekt. Leechmaster 3000 ist am Start. Komm, auf geht's. Warte mal, hat der Heiler Mana? Ne, hat er nicht. Er hat 19%. Ich sollte mir vielleicht mal gucken, wie viel Mana der Heiler hat. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ein bisschen, ja siehst du, solange du ein bisschen schmunzeln musstest. Okay, da war mein Trinket wieder notwendig. Ich glaube, da muss ich tatsächlich ein bisschen passiver unterwegs sein, ne? Wenn die alle einen Buff haben. Restorientieren wir sie mal alle. Dann sollte der Heiler mal recken. Ich nehme den mal ins Fokus. Skiff, das tickt aber echt böse. Reck doch lieber, Bro. Setz dich. Ah, jetzt hat der eine schon gepullt. Ja gut, der fährt 14% Mana, ne? Und er. Okay, aber er startet hier mit Damage Space. Pff, ja, du, ne? Mit Boss Buff, 14% Mana in den Kampf gehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Ich habe extra den Boss. Weißt du, ich habe den extra den Boss nicht gepullt, weil ich mir halt dachte, okay, das könnte ein bisschen ätzend für den Heiler werden. Ne? Dass er, weil wenn er sich hinhockt, die ersten paar Sekunden kann ich ja ohne Heal überleben und dann kann er halt noch durchrecken, ne? Aber so, jetzt geht er halt, jetzt hat er halt 12%. Weiß ich nicht, ob das rausgeht. Ich bin gespannt. Vor allem, wenn sich jetzt hier noch ein paar Leute hitten lassen. Hm. Wobei, so krass heilintensiv ist der Bosskampf jetzt auch nicht, ne? Mittlerweile weiß ich auch, dass ich hier die Leute raushitten kann, wenn sie im Gefängnis sind. Ah, fuck, der ist halt im Volcanic, ist er quasi CC'd. Richtig gut. Das ist eine richtig gute Kombi, ne? Ich weiß gar nicht, ob er dann den Volcanic-Schaden kriegt. Ich vermute aber schon. Dann kannst du halt nichts machen. So, wenn du dich hier treffen lässt, bist du ein Kacknoob. Oh mein Gott, Kacknoob-Alarm. Der sollte den Mond des Versagens kriegen, der Typ. Mein Gott. Also, wer sich da nicht umdreht, ne? Der ist aber schon... Bin ganz schön in den Gimpel. Den Sound wieder ein Ticken lauter machen. Ich muss mit meinem zweiten Account boofen, nicht dass ich wieder aus dem BG gekickt werde. Ich brauche ein bisschen EP mit dem. Aber im Moment sieht es ganz gut aus. 11% Mana hat er noch, ne? Und ich hätte meine Dings ziehen können, sehe ich gerade. Wieder Inkern. Wobei, ich spaß mir jetzt diesmal. Halt, warte, wir können desorientieren, dann ist er instant raus. Also kannst, wenn. Also derjenige, der quasi in diesem Schlangen-Eingenetzten drin ist, wenn du den CCst, dann ist er auch raus. Also manche Sachen klappen.
Na, zum Beispiel mein Desorientieren, das klappt zum Beispiel. Dann kommst du da auch raus. Okay. Hütet euch. Fuck, da hat's einen weggenudelt. Fuck, ich muss da aus dem Ding raus. Battle Redson, jetzt stehen wir halt in der kompletten Grütze drin. Jetzt tötet einfach den Kackboss. Fuck, die sanden jetzt hier schon wieder. Hütet euch. Oh, jetzt wird aber hinten raus echt noch troublemäßig hier. Ah, geh aus dem scheiß Sand raus. Ich zieh den Boss schon 5 Jahre weg. Euch. Ah, fuck it. Okay. Diese blöden Schlangen machen halt ständig diesen Sand, wo du den Boss nicht mehr erwischt. Alter, töte den Gammelboss. Alter. Das war jetzt aber am Ende noch echt, ne? Hier. Das war jetzt aber echt noch Kacke am Ende. Das wäre jetzt fast noch schief gegangen. Lassen wir eine Wenge recken. Ah, auf geht's hier. Please go, schreibt der eine. Weggenudelt. Ja, das Problem ist, wenn du die Schlangen nicht machst, die legen ständig diese Sandscheiße, dann kannst du den Boss nicht mehr treffen. Und wenn dann halt noch dazu kommt, dass du... dass dir die DS wegsterben an dem Gift-Shit, dann hast du halt irgendwann die Problematik, dass du den Boss einfach nicht mehr runterkriegst, weil er castet auch die ganze Zeit und du kriegst ihn halt nicht mehr gescheit aus diesem Sandnebel raus. Und habt ihr ja schon gesehen, ich bin schon ans andere Ende gelaufen, der hat immer weiter gecastet und war ständig in dem Sandding gestanden mit 5% Life, ne, und ging halt nicht mehr runter. Dann muss ich wieder zurück ins Gift laufen, weil irgendwie der Shadow da auch kaum Schaden drauf bekommen hat. So, jetzt werden wir auch gleich mal sehen, wer es drauf hat, hier durchzuhatschen. Wer es drauf hat, beziehungsweise nicht drauf hat. Muss das hier eigentlich langsam angehen, dann ist es easy. Siehst du, einfach slow motion mäßig. Den einen musst du machen und den kannst du theoretisch cagen, aber das oh fuck. Das war jetzt nichts. Die kannst du eigentlich auslassen. Das war jetzt ein Scheißpull. Das war ein richtiger Scheißpull. Das war jetzt ein echter, richtiger Scheißpull. Genau das willst du nämlich nicht. Ich hätte bei dem einen Mob warten müssen. Vor allem, wir haben jetzt gleich auch Reaping noch zum Triggern. Und der eine kommt jetzt halt auch noch. Ja. War jetzt nicht krass verkackt, aber schon gut verkackt. Das hätte nie sein müssen, weil wir overcappen sowieso. Jetzt haben wir gleich im Reaping noch den ganzen Schmarm hier. Also war jetzt nie so gut. Das war jetzt nie so gut. Ich hätte warten sollen einfach. Ich hoffe, er hat sein Erdele ready. Fuck, ich komme jetzt da nicht rüber. Weil hier alles zugevoidet ist. Er hat sein Erdele ready, perfekt. Ah, nice, Allianz siegt. Ich habe gerade BG durchgeleached. Perfekt. Ging ja noch gut aus für uns. Aber es war halt unnötig, es hat jetzt halt Zeit gekostet, die wir, weiß ich nicht, die wir anderweitig hätten nutzen können. Eigentlich kann ich den einen hier noch dazu pullen, komm her. Ah, perfekt, und durch die Void gelaufen beim Pullen. Aber es war nur 31k. Willst du vielleicht mal herkommen? Wie wär's? Irgendwie so? Will ich ihn irgendwie LOSen? Hier so? Ah, okay, er hat sich hochgeportet. Was hab ich denn jetzt gekriegt an EP? Ja, 200.000. Unwürdig, ja. Du, ich mach auch Fehler. Aber es war jetzt nicht, weißt du, es war jetzt nicht so ein Fehler, wo du sagst, total idiotisch, sondern halt, dachte mir, gut, ich pull den einen noch raus und es kamen halt die anderen mit. Shit happens, ne? Schreibt der eine A? Muss ich auch nicht ganz verstehen. Wie viel bringt denn da, steht es halt wieder nicht dran, wie viel da einer bringt von denen? Die wollen bei dem halt Hero ziehen. Und der, eigentlich, wenn die Leute nicht ganz blöd sind, ist der Boss ziemlich easy. Ne? Also gut, wir haben jetzt halt Boss-Buff. Wird halt ziemlich lang leben. Schätze ich mal, ganz grob. Warte mal, aber die bringen doch jetzt nicht alle 2%, oder? Die werden kein...
Oh, okay, das war echt knapp. Wir haben jetzt schon fast wieder Reaping. Der Heiler sollte jetzt halt echt mal... Tank in Mittel, sorry, Caps. Oh, das geht. Ich dachte, der haut richtig rein. Also, viele sagen, eigentlich solltest du das Tank hier nicht zocken, aber bevor er hier durchkommt, zock ich es halt lieber. Shit, hier wird schon 9 Stacks, ne? Bleib halt einfach da stehen. Ah, jetzt habe ich halt nochmal hochgestackt, weißt du? Ich hasse euch. Also sonst hat der Boss halt Stacks gekriegt. Okay, ausgelaufen, jetzt kann ich reingehen. Stackt es sich irgendwie schneller hoch? Sonst stackt es doch nicht so schnell. Ah, fuck, Leute. Ihr seid solche Vollidioten, ne? Jetzt habe ich 12, also die kriegen es echt nicht geschissen. Jetzt habe ich halt... Jetzt habe ich halt schon 15 Stacks, ne? Weil da keiner reingegangen ist. Der Boss ist kurz vorm Explodieren. Wenn das nächste durchgeht, dann ist Feierabend. Hinten im Shadow. Ja. Stell dich halt rein. Ja, jetzt explodieren wir hier. Ja, er castet halt immer noch durch. Alter, der Typ, ne? Juckt ihn halt einfach nicht. Okay, jetzt stellen wir ins andere rein. Das hat uns aber nicht mehr gegrillt, ne? Ich hätte meine Inka ziehen sollen. Ich dachte mir, ich spare sie mir jetzt. Also die haben es nicht ganz so drauf mit sich reinstellen. Ich dachte, uns nudelt das, ne? Wenn das durchgeht. Extra eine Wall geht so... Jetzt geht's halt schon wieder durch. Hütet euch. Ja, stell dich halt rein, Brother. Ich hab halt jetzt nichts mehr, was ich ziehen kann. Jetzt rippe ich halt. Alter Schalter. Ihr habt euch übernommen. Der eine schreibt, ha, wo mein. Ja, es wäre gut gewesen, wenn du reingegangen wärst. Jetzt haben wir denn noch 13 Minuten. Einen Boss haben wir noch. Und das lustige Event haben wir auch noch. Dammit. Habe ich es verkackt hier. Jetzt aber... Lass diesen... Scheiße. Da wollte er zu viel und konnte zu wenig. Okay, jetzt muss ich... Oh, warte, ich muss... Ich heil mich hier erstmal hoch. Ich glaube, ich sollte nicht versuchen, in dem Hirsch da durchzukommen. Das geht immer schief bei mir. Ich muss das slow und Dings machen. Ich mach das lieber im Bären. Oh, die haben eh schon gepullt. Shit, shit, shit. Kommt mal das Video, ja, kann ich machen. Muss es dann halt bloß zusammenbasteln am Ende. Gott, Invis-Pots. Jetzt schreibt, jetzt kommt er mir mit Invis-Pots. Ernsthaft? Ach, das ist ja schon das Letzte, oder? Ich hab Inka viel zu früh gezogen. Ja gut, das, Damen und Herren, hier seht ihr eine gewastete Inka. Das ist so eine richtig, das war jetzt so eine richtig gewastete Inka. Hä, was war jetzt? Sind die irgendwie wieder zurückgeportet? Shit, ich bin geslowt des Todes. Fuck, jetzt wäre ich fast runtergelaufen, ne? Ah, richtig knapp. Das, ah, richtig knapp. Naja, zumindest ein bisschen konnte ich so eine auskosten. Die Mobs haben zu lange gebraucht, bis sie da waren. Das Problem ist, Inka kostet halt jetzt auch eine Global, deswegen versuche ich meistens, vor die da sind, die zu ziehen, dass ich halt kein Global waste, ne? Aber wenn die so weit weg sind, wie hier zum Beispiel, ist ein bisschen blöd. Ja, wir haben halt overcapped ohne Ende jetzt. Also, wir sind halt jetzt schon bei 100. Runterfallen? Ich weiß nicht, kannst du da nicht runterfallen? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also ich... Ja, ja, ich... Ich weiß nicht, die kannst die Mobs sicher nicht runterschubsen. Also du kannst sie bestimmt hinschubsen, aber die fallen wahrscheinlich nicht runter, schätze ich mal.
Warum wirft er sie denn in den Kugelmeister rein? Was war denn das jetzt für eine Aktion? Da, hier sind halt jetzt ohne Ende... Er hat jetzt halt die Kugel in den Kugelmeister reingeschmissen, das muss ich auch nicht verstehen. Wäre ich halt lieber hier außen rumgegangen. Ich habe ihn extra gecharged, den Kugelmeister, dass er halt nicht moven kann. Oh, was habe ich jetzt? Oh nein, bitte kein Disconnect. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ah, fuck, habe ich die Kugel verloren? Da ist schon wieder ein Kugelwächter. Okay, wir verkacken es gerade ganz schön. Ich bin extra hingesprungen, ne? Er hat mich im gleichen Moment gegrippt. Das ist jetzt nicht gut. Stimmt, du musst ja hier nur eine Seite machen, ne? Müssen die einen Mobs noch machen. Ich glaube, sie wollen jetzt versuchen, durchzuinvissen, aber das kannst du, glaube ich, vergessen. Würde sie lieber machen. Keine Ahnung, ich habe eh keinen Invis-Spot nicht sehen, glaube ich, unsichtbare. Da jetzt anfängst mit dem Dings. Ich bin am überlegen, ob ich die anderen jetzt alle zusammenziehe. Das müsste da eigentlich auch gehen, oder? Die machen zwar diesen... Obwohl, komm. Ich mach's lieber safe. Ich ziehe sie nicht zusammen. Weil der Debuff, der haut schon echt ganz rein. Es wäre nice, wenn du irgendwo die Mobs runterkicken könntest und sie wären dann einfach weg, weißt du? Und sie würden dann am besten noch für den Counter zählen. Dann wäre der Typhoon wenigstens mal sinnig. Aber dann würdest du wahrscheinlich durch die halbe Instanz rennen und jedes Mal einfach nur die Mobs... zu einer Klippe ziehen und sie dann ins Nirvana schießen. Wäre natürlich cool, wenn das klappen würde. Das wäre natürlich schon cool. Ich habe mir jetzt mal den Inka-Ex nochmal aufgehoben. Kannst du bei dem Boss am Anfang auf jeden Fall ziehen und vielleicht sogar, wenn wir extrem lang dauern, am Ende nochmal oder extrem lang brauchen. Warte, ich muss mal hier nebenbei nochmal queuen. Bisschen weiter leechen kann. Aber Mana sieht gut aus von dem Heiler. Wer denn jetzt hier? Nur den noch. Ich weiß gar nicht, wo ich mit welchem Effekt ich das letzte Mal gespielt hatte. Aber ich meine, da hatten wir diese Bombenscheiße, ne? Und da war dann die Problematik... Oh fuck, jetzt bin ich natürlich da... Ah, ich glaube, ich habe es nicht abgekriegt. Da haben es die Rangers dann nicht hingekriegt, die Bomben zu killen, ne? Die halt hier überall spawnen, weil überall Mobs sind. Und dann sind wir halt hoch in die Luft geflogen und das war dann leider kein In-Time-Kill. Das war dann echt schade. Das war richtig schade. Hier kann auch eine Waffe, glaube ich, droppen von mir, ne? Also eine Stangenwaffe oder ein Stab, eins von beiden. Und wenn der hochrollen würde, wäre das natürlich eine schicke Sache. Im Moment habe ich halt einen 395er, aber so 410 oder so würde ich schon nehmen. Ne? Da hätte ich zwar nicht mehr dieses tolle Absorbschild und hier diesen Buff hier, ne, mit mehr Agi. Aber ja. Der Bann ist gebrochen, aber die Verteidigungssysteme des Tempels. Hier kommen immer zwei Mobs, ne, die du antanken musst. Der hier, der dir den Debuff gibt, und dieser Hexentyp kommt auch noch. So, wo ist der Hexentyp? Fuck, natürlich wieder am anderen Ende der Heide. Oh, der haut aber schon ganz schön. Halt, ich wollte... Fuck, jetzt habe ich meinen Inka vergessen. Wenn der Heiler... So, ein bisschen Heilung würde ich schon nehmen, tatsächlich. Also Aggro habe ich von ihm, er will aber nicht zu mir kommen. Komm her jetzt. Ein Interrupt wäre mal ganz gut.
Ja, die Inka war jetzt halt auch wieder gewastet, aber ich spekuliere halt, dass ich vielleicht, wenn der Kampf ewig dauert, zweimal inkern kann, deswegen habe ich es jetzt hier noch gemacht. Hütet euch. So, jetzt kann ich theoretisch dem Heiler ein bisschen supporten und hier ein bisschen mitheilen. Mit meinen mächtigen Nachwachsen. Ne, da gehen wir mal raus. Locke hat jetzt noch ein bisschen CD. Fuck. Das ist immer ätzend, wenn du zu einem Mob hinlaufen willst, ne? Und genau dann aber dort Dings spawnen. Die Ärztin ist auch hier, perfekt. Ich bin außer Reichweite. Hütet euch. Na, geh weg, du dummer Frosch. Ich kann dich jetzt nicht gebrauchen. Nehmen wir mal nochmal mein Heal-Item. Das ist halt eigentlich, du hast jede Minute in den GS und das ist halt schon schick. Jetzt krieg ich schon 100% mehr Damage. Das ist eher nicht so schick. Weil der eine dieser Herzbrecher-Typ jetzt ewig gelebt hat. Okay, eine Phase müssen wir jetzt dann noch überleben. Einmal noch ein bisschen mit. Ah, shit, jetzt hab ich den Dings-Debuff. Warte mal, kriegst du nicht eigentlich auch einen Heal-Debuff? War da nicht was? Ah, 50 Sekunden sind es nur, ne? Also hier eine zweite Inka war gar nicht so abwegig, muss ich sagen. Oh, jetzt kommt auch mal ein Master an, perfekt. Aber der Endfight dauert halt ewig, ne? Also da bist du 3-4 Minuten, bist du halt schon... Ich glaube, das ist einer der längsten Bosskämpfe in den Mythic Innies, ne? Und da entscheidet sich meistens auch, ob der Heiler was taugt oder nicht. Ja gut, 30 Sekunden wären es jetzt noch gewesen. So, dann habe ich den ersten schon mal fertig. Satralis 12. Und 400er Ring. Tja. Mit Dingen, der könnte vielleicht sogar besser sein. Was hat der andere gekriegt? Lol, 4 Ringe? Ernsthaft? Oh, den 405er hätte ich ganz gern. Ich frag den einen, ob er den Ring braucht, den 405er. Das ist der Typ, der gelieft ist? Ja, danke. Okay, kein Ring für mich. Ich könnte hier Bonus rollen. Soll ich einfach mal random rein Bonus rollen? Frage ich mal den nochmal. Vielleicht braucht er den, oder? Ja, der hat... Ach, kann ich haben. Nice. Soll ich Bonus rollen? Was meint ihr? Komm, wir hauen einfach mal einen... Göttlich gekriegt, okay. Brauche ich nicht. Perfekt. Also, das haben wir schon mal. Dann habe ich jetzt nochmal einen Ticken höheren Ring. Ich habe zwar hier den hier, aber ich habe das Set nicht, deswegen bringt mir das nichts. Aber der ist tatsächlich besser, weil der für mich die Biss-Tank-Stats drauf hat, ne? Den werde ich jetzt gleich nochmal verzetten. Ich glaube, für die Arena ist er auch nicht schlecht. Ja, damit habe ich jetzt insgesamt 410 mit meinem Alicha auch. So, okay, dann können wir rausgehen. Dann haben wir aber jetzt schon wieder... Eins mehr fertig, jetzt haben wir Satralis 12. Und jetzt brauche ich noch zwei Innis. Jetzt muss ich mir noch einen Toldagor-Key suchen und einen Key für diese Sturm-Inni. Ich glaube, die mache ich als letztes, die wird nämlich am beschissensten. Aber das war jetzt relativ einfach, muss ich sagen, das ging gut durch. So,
Für die Aufnahme war es das jetzt. Wegen dem Flamer werde ich es wahrscheinlich jetzt die Tage irgendwann mal hochladen. Adios, Leute.